der Teleporter hier führt mich wohin? Ah, der führt mich hier hin. Gut. Dann können wir das Teilchen aufdecken. Hier runter jumpen. Uns eine nette kleine Ecke aussuchen. Und alles. Warum auch immer in diese Nische stopfen. So. Lager. Gut. So, jetzt sind wir hier beim Bossfight, denke ich mal. Ist das ein Drache? Nein, Elfenkönigin-Biest. Was zur Hölle? Das ist die Elfenkönigin. Sie war niemals in unserem Gefängnis. Könnte sie den Schwestern zur Flucht verholfen haben? Egal, sie ist sehr stark, besonders auf dem Biest, auf dem sie reitet. Die Wahrheit ist, dass ich keine Ahnung habe, wozu sie in der Lage ist, aber ich kann Vermutungen anstellen, wenn du willst. Ich denke, dass ihr Biest ähnlich denen ist, denen wir bisher begegneten, obwohl es beweglicher aussieht. Du solltest dich im Kampf umschauen für den Fall, dass uns etwas unterkommt, das uns helfen kann. Okay, ich hatte meine Augen offen. Aha. Was? 24.000 Lebenspunkte? Oh, ist das ein Buff? Fluch der Dunkelelfen. Gesamter ankommender Schaden wird für 5 Sekunden um 300 erhöht. Ah, nicht so schön. Ey, aber sie kriegt's auch ab. Gut. Au. Okay. Nicht ganz so schön. Es ist ein bisschen stark. Und ich war ein bisschen jetzt verwirrt. Die Preisfrage ist, wie locke ich das Vieh da rein? Okay. Ohne selber erwischt zu werden. Den, dann das. Na, zum Glück macht das Vieh selber nur den Damage. Und ich ziehe auf dem Rücken auch noch etwas. Okay, Säurestrahl tut weh.
Ja, die Säureflut hat jetzt, glaube ich, getroffen, weil ich einfach hätte einfach zurückgehen sollen wahrscheinlich. Ah, das ist nicht zu sehen. Aber noch nimmt das Vieh sehr viel Schaden. Ich kann es nicht ausmanövrieren. Komm. Ah, danke, Puspus. Du trinkst einen. Ganz dringend. Du machst den. Okay. Keiner hat jetzt aber mehr auf ihn gewirkt. Das ist nicht gut. Okay, den Säurestrahl. Den tue ich blocken. Oh! Mein Damage-Dealer ist tot. Und laden. Unschön. Ohne mein Damage-Dealer ist es genauso scheiße wie ohne Tank. Weil wir kriegen das Ding nicht tot. Okay. Oh, und ich bin reingelatscht. Also kann ich gleich neu laden. Und den Dreifach-Damage, den kann ich nicht aushalten. Okay. Den blocken wir gleich mal. Und dann legen wir mit Damage los. Das. Oh, da trifft uns eine Säureflut, aber das ist halb so wild. Machen wir zur Sicherheit ein Wasserschild an. Ja gut, den Säurestrahl, gegen den konnte ich leider nichts machen. Säureflut, da kann ich ausweichen. Da stehe ich hier schon mal gut. Wenn ich nämlich weg muss. So, Säurestrahl. Locken. Also, unterbrechen. Au, warum beißt du jetzt ihn? Heilung, das da. Oh, und noch eins, bitte. So, danke. So, auf Nummer sicher gehen. So, Säureflut. Komm, da war gerade der Donnerknall. Säure.
unsere Strahl. Unterbrechen. Gut, gut, gut. Okay, ein Heiltrank. Okay, Säureflut. Ah, ich bin nicht schnell genug zu hochgegangen. Da ist unser... Damage Dealer wieder tot. Tja, das wird leider nichts werden. Nee. Okay, aber ich habe so einigermaßen jetzt einen Durchblick. Na, der Säurestrahl, der kann ich jetzt unterbrechen. Gut. Das war eine Säureflut. Eigentlich brauche ich mir fast nicht die Mühe machen, der auszuweichen, so wenig Damage wie die macht. Okay, den Säurestrahl hätte ich blocken können, aber den nächsten blocke ich auf jeden Fall. Ja, ich stehe richtig. Nein, ich stehe falsch. Ich stehe ganz falsch. Jetzt stehe ich wieder richtig. Den blocken. Okay, jetzt den Heiltrank trinken. Das war mein Tank. Ich muss doch bei der Säureflut einmal ausweichen, sonst taugt das nichts. Der Boss ist hart. Man muss sich viel bewegen und viel Acht geben.
Und so wie das aussieht, springt das Debuff-Ding immer hin und her. Ja, gut. Also zwischen dem Punkt und dem Punkt hin und her. So. Den Säurestrahl muss ich leider kassieren, auch wenn der wehtut. Säurestrahl wieder blocken. Mehr Damage machen. Noch sieht alles okay aus. So. Genau, geh dahin. Au, Säurestrahl tut weh. So, Säureflut, das heißt, ich kann mich drehen. Ich hau mal das Mana-Teil hier raus. Spotte mal ordentlich. Heilung. Nee. Die Heilung erst, dann die Heilung. Okay, er beißt. Das ist in Ordnung. Ein Säurestrahl sollte geblockt werden. Den muss ich leider kassieren. Sicher ist sicher. Ach, leck mich doch. Okay. Ich denke mal, ich gebe es auf für heute, da wir eh schon am Ende der Aufnahmezeit sind. Wäre jetzt, wie geplant, in dieses scheiß Teil reingegangen, dann hätte ich keine Probleme gehabt. Aber nein, er musste ja unbedingt seinen Platz wechseln. Gut. Ich bringe mich mal selber um. Weiß kann. So, jetzt dramatischer Abschluss zu dieser Folge.
Ja. Oder verzweifelter Abschluss. EP 019. Und da sehen wir uns gleich wieder.